Ich fliege um die Welt mit meinem großen Ballon. Entdecke viele Städte aus dem Lexikon. Bin hier und dort überall, über Meer, über Land hinfort. Ich bin der Reise Reinhard. Und dies ist die Reise Reinhard Show. Oh, ein kleiner Seeadler. Du kriegst auch einen schönen Namen von mir. Adlietta. Adlietta, da ist er. Der Nordpol. Ohne Schnee? Hallo, Tracker. Was gibt's? Guck mal. Was für ein Wind im Wunderland. Das sind Henrietta und Reinhard. Sieh, und er denkt, er ist am Nordpol. Wir sind schon unterwegs. Probehund fliegt zum Dschungel. Hola, Ryder. Er ist da oben. Gut festhalten, Reinhard. Wir holen sie da runter. Ryder, wie kommst dann du ganz hier rauf zum frostigen Nordpol? Chase, du musst dein Netz auswerfen, damit Reinhard und Henrietta reinspringen können. Wir holen sie jetzt da runter, Reinhard. Aber wir müssen uns beeilen. Sieh mal. Dieses Abenteuer wird von Minute zu Minute faszinierender. Chase, wirf jetzt dein Netz aus. Ruff! Netz! Oh, wo ist die Spinne, die dieses Netz gewebt hat? Sie muss riesengroß sein. Und nun wird's Zeit, sich zu verabschieden von dem aufregenden Nordpol. Leider musste ich Abschied nehmen von meiner ach so treuen Gefährtin, Adlietta. Aber ich habe einen neuen gefunden. Wohin jetzt, Hamsterretter? So zu tun, als ob mein Zeh gebrochen ist, war die beste Idee überhaupt. Nennt mich ab heute einfach Bürgermeister. Voll genial! Welche Taste muss ich jetzt drücken? Walter! Frau Fröhlich an Ryder. Keine Sorge, Frau Fröhlich. Wir retten Walter. Chase, fahr schon vor und halte den Bürgermeister mit deinem Netz auf. Netz! Oh nein, bitte nicht spritzen. Das Netz war keine gute Idee. Der Bürgermeister rast mit den Tieren zum Fluss. Fellfreunde, wir treffen uns am Fluss. Wir müssen außerdem noch ein paar Tiere retten. Bau am Flussufer eine Barrikade auf. Sky, nimm bloß das Stinktier mit. Walter, na los, komm rüber. Wofür ist denn dieser Knopf? Eine weiche Landung. Gut gemacht, Zuma. Gut gefahren, Walter. Ah, endlich wieder festen Boden unter den Füßen. Das ist der Moment für einen Freudentanz. Der gebrochene Zeh tut wohl gar nicht mehr weh. Oh. Ryder, Fellfreunde, ich danke euch, dass ihr Walter gerettet habt. Und Bürgermeister Besserwisser. Dankeschön, Paw Patrol. Gern geschehen. Sie wissen ja, Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Pizzaball kommt mit einem Knall. Pizzaboden kommt geflogen. Und jetzt die Soße. Und jetzt Käse und keine Mayonnaise. Und rein mit ihr in den Ofen. Die nächste Pizza ist fertig. Ja. Ich liebe den Duft von einer frisch gebackenen Pizza. Ich würde am liebsten sofort reinbeißen. Das dürfen wir leider noch nicht. Wir müssen nämlich den höchsten Pizzaturm der Welt bauen. Wir wollen doch ins Buch der Rekorde kommen. Sehen Sie? Pizzaturm? Ich werde den Pokal gewinnen, stimmt's, Kätzchen? Ich bin schon so aufgeregt. Der Preisrichter kommt jeden Moment und er ist bestimmt begeistert von unserem Pizzaturm. Hat hier jemand was von Pizza gesagt? Sucht ihr etwa den allerhöchsten und allerprachtvollsten Pizzaturm der Welt? Aber ich dachte, wir brechen den Rekord und gewinnen den Pokal. Das werden wir auch. Wenn unser Turm der höchste ist, geht der Pokal an die Abenteuerbucht. Na, jetzt freuen Sie sich mal nicht zu früh. Dass meine Stadt gewinnt, ist so gut wie sicher. Alle mal herhören. Bahn frei für den Abenteuerbucht-Pizzaturm. Oh.
Hallo, Leute! Oh, ich stecke fest! Was, wo was? Ich fahre! Oh, Hilfe! Ryder, du musst ihm helfen! Oh, das gefällt mir nicht! Das gefällt mir ganz und gar nicht! Oh. Sky, du bringst ihn mit deinem Rettungsgurt in Sicherheit. Na, das nenne ich doch mal eine Rekordrettung. Geschafft. Ihr habt wirklich den höchsten Pizzaturm der Welt gebaut. Ich hab gewusst, dass wir es schaffen. Die Superhunde sind bereit für den Einsatz, Ryder. Danke, Superhunde, dass ihr euch so beeilt habt. Irgendwoher haben die Chaoskätzchen plötzlich Superkräfte. Sie bereiten überall in der Abenteuerbucht Probleme. Und wir brauchen euch Superhunde und eure Superpfoten, um sie zu bremsen. Super Chase, du holst mit deiner Supergeschwindigkeit und deinem Superfahrzeug das Kätzchen ein und nimmst ihn mit deinem Energienetz Herrn Pfeffers Thunfisch weg. Super Sky, du bringst mit deiner Wirbelwinddüse den Fisch von Captain Tollpatsch zurück. Und Super Rubble. Du schiebst mit deiner Superkraft und deinem Superfahrzeug die Flunder wieder zurück ins Wasser. Die Superhelfer auf vier Pfoten legen los! Hey Kätzchen, lass den Thunfisch fallen! Du bist so schnell wie ich, aber sowas hast du nicht! Dieses Schiff ist zu schwer, um es anzuschieben! Warten Sie, Captain Tollpatsch! Ich schiebe es zurück ins Wasser! Das war ein super netter Schubser, Super Rubble! Siehst du irgendwo die Fische? Bisher noch nicht, Ryder, aber dafür die Kühe von Bauer Alfred. Sie sind an der Kreuzung! Rubble, fahr zur Kreuzung und halte das Superkätzchen auf! Wird gemacht! Lass die Kühe von Bauer Alfred wieder runter! Sonst muss ich mal mit meinen Superpfoten durchgreifen! Ryder, ich habe die Fische von Captain Tollpatsch entdeckt! Ich wirbel sie zurück! Hab sie! Sehr gut! Du bringst die Fische zur Flunder und wir bringen die Kühe und den Thunfisch zurück! Gut gemacht, Superhunde! Seht euch! Mini Patrol, es kommt ein schlimmes Unwetter. Und das wird unser Kreidebild kaputt machen. Wir müssen unbedingt verhindern, dass es nass wird. Die kleinen Helfer legen los. Okay, du bleibst schön hier und beschützt das Kreidebild. Wow, oh nein, der Wind weht den Mini Patrol weg. Nicht so schnell. Halt! Oh nein, ich rufe lieber die Paw Patrol. Bin ich froh, dass ihr hier seid. Marshall? Leiter hoch! Nichts passiert. Ryder, ich glaube, Katzi kann sich nicht mehr lange halten. Chase, schieß dein Netz ab. Ruff, Netz! Gut gefangen. Julia, Julius, wir müssen ihre Regenschirme abnehmen, sonst werden sie wieder weggeweht. Hä? Gackert uns diese Hecke etwa an? Das Geräusch kommt nicht von der Hecke. Es ist Henrietta. Gut. Gut gemacht, Freunde. Alex, am besten bringen wir schon mal alle rein. Ist das schön, alle in Sicherheit zu sehen. Aber der Regen wird trotzdem unser Bild wegspülen. Das war doch eine tolle Idee, es mit Hilfe der Mini-Patrol abzudecken. Ich glaube, es kann noch funktionieren. Ah! Unser Kreidebild ist gerettet. Falls wieder mal Regen kommt und dir deinen bildschönen Tag vermasselt, ein Anruf reicht. Also, Fellfreunde, die Tiere sorgen für Chaos im Schloss. Wir müssen sie einfangen, bevor jemand verletzt wird. Und der Graf hängt am Turm fest. Oh nein, oh nein, oh nein. Für diesen Einsatz brauchen wir Sky. Ja, ich bin der Flughund. Und Chase. Das ist ein Fall für Chase. Die Pfotenmission geht los. Oh!
Paw Patrol! Wollen Sie mal fliegen? Oh, danke schön. Gern geschehen. Ruff, Lasergitter. Ja, so ist es brav. Und jetzt kommst du mit. Huh? Chase, Marshall kommt jetzt mit ein paar tierischen Freunden. Hierher, Marshall! Zur Falltür! Ach, das sind alle gewesen. Aber wie sind die Tiere eigentlich ins Schloss gekommen? Ich glaube, das war Schnuffinchens Werk. Sie hat die Krone! Und die gebe ich nicht mehr her. Ihr erwischt mich nie. Doch nicht da lang! Ich glaube, er geht unter. Zuma, sieh dir das mal an. Ryder, der Elefant versinkt im Schlamm. Wir müssen ihn schnell rausholen. Chase, wir brauchen sowas wie ein Luftkissen. Drei, zwei, eins und los! Gerettet! Das habt ihr alle gut gemacht. Die Krone gehört mir. Und jetzt husch verschwindet. Ich will sie ausprobieren. Die Schnelllaufhose. Sie funktioniert. Ein Fruchtsaft, bitte. Oh nein, der gehört mir. Nimm die Pfötchen weg. Oh nein, was ist denn jetzt los? Was ist in meinem Maisfeld los? Hilfe! Ich habe meine Hose nicht mehr unter Kontrolle. Bürgermeister Besserwisser? Hose? Irgendwie kommt mir das merkwürdig vor. Ich rufe besser die Paw Patrol. Meine wildgebaute Hose ist nicht zu bremsen. Sky, folgt dem Bürgermeister. Ich lasse ihn nicht mehr aus den Augen. Ich sehe seine glänzende Metallhose blitzen. Metall? Das bringt mich auf eine Idee. Rubble, halt den Bürgermeister mit deinem Elektromagneten auf. Kein Problem. Helf mir. Ryder, Bürgermeister Besserwisser läuft auf eine Klippe zu. Hilfe! Ich falle! Hilfe! Sie können die Augen öffnen. Ich habe sie aufgefangen. Was? Oh, holt mich bloß raus aus diesem Ding. Geht es Ihnen gut, Herr Bürgermeister? Ja, danke, dass ihr mich aus dieser schrecklichen Schnellaufhose befreit habt. Sie wissen ja, Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Ihr habt toll beim Aufbau mitgeholfen, Freunde. Wir werden morgen am Cowboy-Tag so viel Spaß haben, das weiß ich. Ich werde jubeln, je. Das klingt nach Ärger im Schweinepferch. Nanu, sie schlafwandelt. Ich steck fest. Ich ruf besser die Paw Patrol. Danke, Rubble. Wie geht's Ihrem Fuß? Er ist voller Matsch, aber sonst geht's ihm gut. Ja, Freunde. Rubble, schieb die Heuballen rüber, um die Bürgermeisterin aufzufangen. Chase, sie reitet direkt auf Oscar und Henrietta zu. Bin schon unterwegs. Sky, du musst sie aus der Luft retten. Wir müssen sie irgendwie vom Rand fernhalten, bis Sky hier ist. Chase, du musst da hoch. Saugnapfpfoten.
Frau Bürgermeisterin stehen bleiben. Habe ich irgendwas verpasst? Ich hatte einen tollen Traum. Die Superhunde sind bereit für den Einsatz, Ryder. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Bürgermeister Besserwisser ist es irgendwie gelungen, Superklone von sich selbst zu erschaffen. Das sind aber ganz schön viele Besserwisser. Die Klone sind gerade dabei, den Salon wegzutragen und Kathi und Katzi sind noch drin. Oh nein! Super, Chase. Du holst die Besserwisser-Bande mit deiner Supergeschwindigkeit ein und hältst sie auf. Und Super Rubble, du bringst Katis Salon mit deiner Superstärke wieder zurück. Die Superhunde legen los! Diese Spur führt uns bestimmt zu Katis Salon. Chase, du holst sie ein. Folge der Spur. Sieh mir hinterher, wenn ich nicht zu schnell bin. Sofort anhalten, Bürgermeister Besserwissers, und Katis Salon abstellen. Hoppla, ist das steil! Oh nein! Hoppla, nicht wie weg! Kathi, geht es euch gut? Wir brauchen Superhundekraftverstärkung. Marshall, komm bitte sofort zur Schlucht. Ich bin ein Superrettungshund. Da bin ich, Ryder. Sehr gut. Superhunde, Zeit für vereinte Pfotenkräfte. Alles klar. Oh, ja. Volle Pfotenkraft. Marshall, wir brauchen deine Pfotenkraft mit Supersprung, um Kathi und Katzi zu befreien. Wird gemacht. Marshall, ich hole euch hier raus. Haltet euch fest. Danke. Oh, oh. Chase, bring mit deinem Ultrabellen den Salon zum Schweben. Fang ihn auf, Rubble. Danke, Ryder, dass ihr uns geholfen habt. Gern geschehen. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Frau Gutherz und Bauer Alfred wurden beim Fallschirmspringen auf einen Felsvorsprung geweht. Wow, das sieht gefährlich aus. Sie werden von einem Berglöwen beobachtet. Für diesen Einsatz brauchen wir Sky. Ruff, ich heb jetzt ab. Außerdem brauchen wir Spion Chase. Das ist ein Fall für Geheimspion Chase. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ich bin wirklich erleichtert, dass du da bist. So, komm, Henrietta. Gejimini, Henrietta! Ich hab dich, Hühnerdame. Ah! Toll, danke, Sky. Ich komm gleich wieder, um sie abzuholen, Frau Bürgermeisterin. Die Berglöwin klettert zur Bürgermeisterin rauf. Wir müssen sie unbedingt da wegholen. Ruff, Seilrutsche. Megafon! Frau Bürgermeisterin, nehmen Sie die Seilrutsche, um runterzukommen. Also, ich bin doch wirklich mutig. Aber nicht mutig genug, einer Berglöwin zu begegnen. Was hat Bürgermeisterin Gutherz vor? Das war vielleicht doch nicht die beste Idee. Klitzekleine Löwenbabys, wie süß. Ryder, wir müssen sie in Sicherheit bringen. Marshall, wir brauchen dich hier auf dem Berg. Ich komm sofort. Halten Sie dich an der Leiter fest, Frau Bürgermeisterin. Oh nein, das lässt du besser bleiben. Wir wollen doch nicht, dass du dir noch wehtust. Nein. Wir bringen das Katzenbaby zurück zu seiner Mami. Gut gemacht, Marshall. Ja, Marshall, das war wirklich mutig. Und so süß diese Katzenbabys auch sind, ich habe mein Herz an ein Hühnchen verloren. Komm her, Liebes. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Captain Ryder. Sehr gut, denn heute hat die Paw Patrol einen ganz besonderen Einsatz. Wir fahren mit dem Sea Patroller zum Hof von Bauer Alfred. Was? Wir wissen nicht warum, aber sein Bauernhof steht unter Wasser. Zuma, ich möchte, dass du mit deinem U-Boot herausfindest, woher das Wasser kommt. Achtung, fertig, nass werden! Na, da laust mich doch der Affe. Robohund, und jetzt den Wasserfahrmodus einschalten. Zuma, finde heraus, woher das Wasser kommt.
Wird gemacht, Captain Ryder! Wow! Komisch, so ein Unterwasserbauernhof. Ryder, ich habe einen Schlauch gefunden, aus dem immer noch Wasser läuft. Alles klar, folge dem Schlauch zum Wasserhahn und dreh das Wasser ab. So was Dummes hätte ich doch nur den Felsbrocken vom Gully geschoben. Also darum läuft das Wasser nicht ab, der Abfluss ist blockiert. Das kriegen wir schon hin. Rubble, du musst den Stein wegschieben, damit das Wasser abläuft. Na gut, dann werde ich mal den Stöpsel ziehen. Das ist ja ein echter Brocken. Aber den kriege ich weg. Ryder, ich hab's geschafft. Du musst ganz schnell wegschwimmen, Rubble. Abfließendes Wasser ist wie ein Strudel. Alles klar. Rückwärtsgang. Vielen Dank für alles, Paw Patrol. Ihr habt meinen Hof gerettet. Sie wissen ja, Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Frau Alfred, ich hab vergessen, das Wasser abzustellen. Ups, tut mir leid. Jeder macht mal einen Fehler. Toll macht ihr das Fell, Freunde. Diese Fläche sieht jetzt wirklich wunderschön aus. Das könnte ein Park werden. Toll, dieser Vogel hat hier schon ein Zuhause gefunden. Hallo, Frau Fröhlich, was gibt's? Es sind überall Löcher in meinem Garten aufgetaucht, Ryder. Man kann nirgendwo hintreten, ohne in eins reinzufallen. Und das ist Walter und mir gerade passiert. Wir machen uns auf den Weg, Frau Fröhlich. Bin ich froh, euch zu sehen, Ryder. Wo ist Walter? Bei dem Baum da vorn. Oh, oh, der Baum kippt um und dann ist Walter gefangen. Rocky, hol ihn da raus, schnell. Hallo, Walter. Brauchst du Hilfe? Halten Sie sich vorne mein Board fest. Ich kann das! Ja. Sky, lass den Gurt runter für Rubble. Geht klar, Ryder. Ist alles gut bei dir, Rubble? Ja, mir geht es gut. Aber bei Frau Fröhlichs Haus bin ich mir nicht sicher. Es wird nur noch von einer dicken Säule aus Lehm gehalten. Aber Ryder, wie soll ich denn in einem kippeligen, schiefen Haus wohnen? Wir werden es versetzen. Wohin? Ich weiß einen Ort. Das Grundstück, das wir verschönert haben. Oh, das klingt nett. Zieh es hoch, Oberhund. Oberhund, du kannst losfliegen. Vorsicht, Vorsicht, langsam. Und jetzt absetzen, Oberhund. Ihr habt es geschafft. Sehr gut. Ryder, wir haben einen neuen Vulkan unter Wasser entdeckt. Wir stecken im Krater fest und der Vulkan bricht bestimmt bald aus. Hilfe! Hilfe! Frau Bürgermeisterin, Sie müssen schnell raus aus dem Wasser. Der Unterwasservulkan dort könnte ausbrechen. Oh, Henrietta, wo steckst du? Ich hol Henrietta, versprochen. Es ist zu gefährlich. Sie müssen auftauchen. Na schön, ich verlasse mich auf dich. Captain Tollpatsch, François, wir werden Sie aus dem Krater befreien. Wir schaffen es, wir sind befreit. Ach. Ryder, ihr könnt alleine fahren. Bringt euer U-Boot in Sicherheit. Ei, ei. Zuma, Greifer einfahren. Oh! Oh, oh. Ich bin hier, Henrietta. Oh. Hab dich. Marshall, halt dich fest. Die Glocke fliegt gleich in die Luft. Oh. Wir müssen verhindern, dass die Tauchglocke auf dem Wasser aufschlägt. Bereit, Sky? Ja, ich bin der Flughund! Oh! Marshall, ich habe einen Fallschirm. Schnapp dir den Haken. Unser schneller Sturzflug sieht jetzt schön schwebend aus. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Captain Ryder.
Wir müssen die Fische vor einem Unterwasservulkan retten, der schon bald in der Nähe der Lavafelsinsel ausbrechen wird. Oh nein! Frau Fröhlich und Walter sind gerade auf dem Weg dorthin, um einen alten Freund zu besuchen, Harald Augenstein. Dann wird das eine viel größere Rettungsaktion. Dafür brauchen wir... Marsche, du musst mit deinem Schnellboot rausfahren und Frau Fröhlich und Harald suchen, um sie vor dem Vulkan zu warnen. Marsche, macht's! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los! Aloha, Fellfreund! Hallo! Walter, ich sehe wohl nicht recht. Hallo, Harald. Mathilda! Walter, komm zurück, lauf nicht weg! Mathilda, wir treffen uns auf der anderen Seite der Insel! Ryder, wir haben einen Waschbären auf der Flucht! Aloha, seid ihr Freunde von Mathilda und Marshall? Sie brauchen Kokua, Hilfe! Oh nein, der Inselvulkan bricht aus! Hilf mir mit dieser Palme, ja? Was tun die da? Ja, die zwei gehen surfen. Halt dich fest, Marshall. Wir fliegen jetzt in die Luft. Oh ja! Juhu! Dass ihr uns gerettet habt, Ryder. Mahalo für eure Hilfe. Und denken Sie immer dran, wenn das nächste Mal ein Wiedersehen durch einen rumpelnden Vulkan ruiniert wird, einmal Kokua rufen reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Die Tollpatsch schweben in Dino-Gefahr. Sie sitzen auf einem wild gewordenen Triceratops. Und das muss sehr holprig sein. Für diesen Einsatz brauchen wir Sky. Ich heb jetzt ab. Und Rex? Auf ins Dino-Abenteuer! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los! Oh, flieg weg, fürchterliches Flatterwesen! Chase, wir müssen ihn unbedingt ablenken! Ruff, Tennisballkanone! Sky, das ist deine Chance! Halten Sie sich am Gurt fest! Los, du gehst zuerst! Danke! Einen muss ich noch holen. Er fliegt und zugenäht. Oh, Dino! Oh. Oh. Euch! Ich stecke schon bis zur Brust im Teer! Probehund, senke den Greifer vom Dino-Patroller in die Grube. Rex, versuch den Dino zu beruhigen. Ja, mach ich. Ruh, ruh, ruh. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wir holen dich hier raus. Nur noch anschnallen. Rauf mit ihm. Gut gemacht. Und jetzt holen wir François. Dino-Kralle! Merci, Rex. Robohund, du kannst sie rausheben. Danke für die Rettung aus dem prähistorischen Pulverfass, Paw Patrol. Das haben wir gern gemacht. Sie wissen ja, Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Das ging aber schnell, Freunde. Danny und Lotta sind auf den El Grande geklettert und haben dabei einen Adler verärgert. Jetzt hält er sie auf einem Felsvorsprung fest. Für diesen Einsatz brauchen wir Sky. Du musst den Adler mit deinem Hubschrauber ablenken, damit er Danny und Lotta in Ruhe lässt. Ich heb jetzt ab! Und Geheimspion Chase, du musst Danny und Lotta mit deiner Seilrutsche vom Berg herunterhelfen. Das ist ein Fall für Geheimspion Chase. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Der Adler hat noch immer meinen Selfie-Stick. Ryder, ich bin extrem froh, euch zu sehen. Der Adler lässt uns einfach nicht in Ruhe. Sky, lock den Adler von ihnen weg. Ja klar, verstanden. Das ist ein ziemlich großer Vogel mit riesigen scharfen Krallen und einem unheimlich starken Schnabel. Hierher, großer Adler. Na komm, folge mir. Jetzt verstehe ich. Du willst spielen.
Du bist eigentlich gar kein böser Vogel. Du willst nur Spaß haben. Du kannst tolle Kunststücke. Lotta, Danny, haltet durch. Wir holen euch darunter, bevor der Adler zurückkommt. Chase, Zeit für die Seilrutsche. Sofort. Ruff, Seilrutsche. Das macht richtig Spaß. Also los, Danny. Jetzt bist du dran. Du bist gerettet. Ich bin so froh. Ich auch. Dankeschön, Paw Patrol. War uns ein Vergnügen. Mein Selfie-Stick. Wow. Danke, Adler. Und? Wollen wir noch den Gipfel erstürmen? Ich bin dabei. Ich bin eine Vogelscheuche. Alle an Bord. Schönes Kostüm. Stimmt. Das ist ein super Kostüm. Vielen Dank für das Kompliment. Ja, es ist ein tolles Kostüm. Süßes oder saures? Opa, wir müssen die Paw Patrol rufen. Ryder, ein Kind im Riesenspinnenkostüm schnappt sich alle Süßigkeiten. Wir kommen. Keine Spinne zu groß, keine Pfote zu klein. Halt, Schluss damit. Hörst du, wer auch immer in diesem ungezogenen Kostüm steckt? Oh, oh, nichts wie weg hier, Kätzchen. Netz. Verflixt! Wir hängen fest! Rubble, komm schnell mit deinem Kran. Du musst eine Riesenspinne aus dem Zuckercremenetz entfernen. Wow! Gut, dass es keine echte Spinne ist, Ryder. Sonst wäre sie wirklich zum Fürchten. Oh, was zum Naschen? Das muss ich haben! Oh, oh! Meine Süßigkeiten! Nein! Oh, danke, Ryder. Du und die Hunde, ihr habt euch große Mühe gegeben, um unsere Halloween-Party zu retten. Oh, gern geschehen. Wenn Ihnen wieder mal die Süßigkeiten ausgehen, ein Anruf reicht. Ryder, ich bin so froh, dass ihr hier seid. Wir haben schon überall nach unseren Ziegen gesucht. Wir werden sie finden und auch den kaputten Zaun reparieren, stimmt's, Rocky? Genau. Schraubendreher. So, das Gehege ist repariert. Nichts wie los. Hallo, Frau Bürgermeisterin, was gibt's? Yumis Ziegenbabys haben gerade meine Strampdecke zerkaut. Wir sind schon unterwegs. Feldfreunde, die Ziegen sind am Strand. Wir müssen sie zusammentreiben. Geht klar. Hier, ja, kleine Zicklein. Ich hab sie auf das Floß getrieben. Klasse. Aber wo ist das Floß denn? Die Flut kam und hat es rausgespült. Ausgerechnet im falschen Moment. Die Bürgermeisterin hat gesagt, dass meine Ziegen hier sind. Wo sind sie? Sie sind sozusagen segeln gegangen. Zuma, wir brauchen dich für eine Wasserrettung. Ab ins Wasser! Jetzt bekommt ihr Hilfe, kleine Ziegen. Oh nein! Ryder, sie haben die Seile zerknabbert und treiben in alle Richtungen ab. Was soll ich tun? Wir müssen die Baumstämme irgendwie wieder zusammenbinden. Rennende Ziegen, wie beim Yogakurs. Rennt, kleine Ziegen, rennt! Das macht ihr ganz toll. Macht weiter, ich schiebe euch zurück an den Strand. Oh, meine Babys. Danke, Paw Patrol. Kein Problem. Wenn die Yoga-Ziegen wieder mal weglaufen, ein Anruf reicht. Die kleinen Racker müssen schnell nach Hause. Sie sind müde, seht nur. Dieses Bike ist so toll. Brumm, brumm. Brumm, brumm. Oh, oh. Mein Raketenbike. Es ist weg. Huh? Ich rufe besser die Paw Patrol. Keine
Angst, Mini Patrol. Es wird alles gut. Hoffe ich. Alle gut festhalten. Draufgänger Danny X kommt und rettet euch. Vorsicht, Danny. Schon gut. Ich bin Draufgänger Danny X. Das wollte ich gar nicht. Und das auch nicht. Chase, versuch den Wagen mit deinem Netz aufzuhalten. Netz! Gut gemacht, Chase. Jetzt müssen wir Alex stoppen. Ich hol Verstärkung. Zuma, komm sofort mit deinem Luftkissenboot zum Fuß des Hügels. Beeil dich! Alles klar, mach ich sofort. Die Bucht! Direkt vor uns! Du musst dir keine Sorgen machen. Das kriege ich schon hin. Das ist ja eine richtig geniale Idee, Zuma! Echt super stark! Vielen Dank für deine Hilfe, Ryder. Das habe ich doch gern gemacht. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Der Lokführer hat angerufen. Er steckt mit der letzten Fuhre der Jahrmarktausrüstung im Tunnel fest. Oh, und die Kinder freuen sich schon so auf den Jahrmarkt. Deswegen müssen wir unbedingt dafür sorgen, dass der Zug ankommt. Für diesen Einsatz brauchen wir Rubble. Rubble ist der Retter. Und Rocky. Rocky rockt. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ich bin so froh, dass ihr Zeit hattet zu kommen. Ein blöder Zeitpunkt für eine Panne. Das kriegen wir schon hin. Wo stecken sie denn fest? Oh, ich weiß, warum das passiert ist. Rubble, kannst du den Tunnel ein bisschen breiter machen? Hurra! Rocky, sorg dafür, dass die Ladung wieder an ihren Platz kommt, damit der Zug weiter durch den Tunnel fahren kann. Ich kümmere mich drum. Und Ryder, wie sieht es aus? Das sieht super aus, Rubble. Ich würde sagen, der Zug kann weiterfahren. Ich muss nur noch eine Sache aufladen. Kommt mal her, das müsst ihr sehen. Alles wieder gesichert. Es kann losgehen. Wir fahren hier mit und passen schön auf, dass nichts verrutscht. Und ich räume alles auf. Herr Lokführer, wir sind alle an Bord. Auf geht's in die Abenteuerbucht. Hast du gesehen, wie ich in dem Spaßspiegel ausgesehen habe? Ich hatte total krumme Beine. Ja, das habe ich gesehen. Und ich habe mich vor dem Clown, der aus der Kiste hüpft, erschreckt. Oh, danke. Nein, ich danke euch. Ohne die Paw Patrol hätte der Jahrmarkt nicht stattgefunden. Haben wir gern gemacht. Wenn wieder mal ein Zug stecken bleibt, ein Anruf reicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Kinder, aber puh, ich bin völlig erledigt. Wow, Tante Gutherz, ich habe noch nie einen Erwachsenen so hüpfen sehen. Was soll ich sagen? Ich bin noch nicht so alt für solche Hüpfspiele. Also, wer hat Lust auf leckere Weintrauben? Ich. Ich auch, bitte. Wunderbar. Aber wo habe ich meine Handtasche gelassen? Ich hätte schwören können, dass sie eben noch hier war. Ich weiß, dass ich meine Handtasche hier auf diese Bank gelegt habe. Aber jetzt ist sie nirgendwo zu sehen. Mein allerliebstes Lieblingshühnchen hat in meiner Handtasche geschlafen. Jetzt ist sie weg. Mhm. Wir brauchen die Paw Patrol. Chase, sieh mal mit deiner Wärmebildbrille in dem Gebüsch nach. Wow, Wärmebildbrille! Ich sehe etwas. Henrietta! Nein, nur eine Krähe, die eine Weintraube frisst. Hey, Tante Gutherz hatte doch Trauben in ihrer Tasche. Und da ist noch eine. Und noch eine. Sky, die Bürgermeisterin hatte Weintrauben in ihrer Handtasche. Kannst du welche sehen? Ich glaube, ich sehe da etwas. Ja, das sind Weintrauben. Eine Spur aus Weintrauben. Oh, eine Spur. Hier lang. Ich rieche etwas. Möwen. Die Möwen müssen mit der Tasche zum Strand geflogen sein. Sky, kannst du Henrietta sehen? Wir denken, sie ist irgendwo am Strand. Henrietta ist nicht am Strand. Sie ist auf dem Wasser.
Zuma, Henrietta droht eine Wasserlandung. Du musst sie mit deinem Luftkissenboot auffangen. Yumi. Sag mal, Lotta, kannst du heute Nachmittag um 3 zum Rathaus kommen? Das würde ich ja wirklich gern, aber ich kann nicht. Aber du musst kommen. Ich meine, wie kommt's? Ich habe kein Auto und mit dem Flugzeug kann ich nicht kommen. Ich kann nicht mitten in der Stadt landen. Ha, keine Sorge, Lotta. Wir bringen dich zu deiner Überraschung. Du wirst überrascht sein, wie wir dich dahin bringen. Na schön. Danke. Dann sehen wir uns um 3. Bis später, Düsenjäger. Wahnsinn! Das habt ihr richtig schön gemacht. Oh nein, wir haben kein Geburtstagsgeschenk. Uns muss was einfallen, bevor Bauer Alfred und Bäuerin Yumi Lotta hierher bringen. Ich glaube, ich habe eine tolle Idee. Warum suchen wir auf der Schrottinsel nach einem Geschenk für Lotta? Als ich das letzte Mal hier war, habe ich etwas gesehen, das ihr gefallen würde. Und zwar da drüben. Ich glaube, ich kann es bis zur Party wieder in Schuss bringen. Und erst recht, wenn alle mithelfen. Echt tolle Farben, Marshall. Gut gemacht, Fellfreunde. Ich weiß, was wir machen, damit Lotta sich noch mehr freut. Rocky, du musst mir dabei helfen. Oh, es ist soweit. Ich bin sehr gespannt, was Sky mir zeigen will. Ich kann dir versprechen, es wird eine ganz besondere Paar... Oh, ich meine, es wird dir Spaß machen. Überraschung! Herzlichen Glückwunsch! Wow, ist das etwa für mich? Ja, das haben die Hunde für dich gemacht. Los, komm! Ich freue mich schon die ganze Zeit auf die Probefahrt. Das ist das allerbeste Geschenk aller Zeiten. Okay, Freunde, ich komme jetzt. Boo, ich sehe dich. Niemand hier. Ihr seid wirklich gut im Verstecken. Nur Geduld, Meckerliese, kleine Lämmer. Ihr kriegt gleich euer Abendessen. Oh, ich muss den Eimer wieder auffüllen. Jetzt ist das Dach vom Silo runtergekracht. Au! Mein Mais ist leichte Beute für diese hungrigen Vögel. Weg mit euch! Kusch! Die Vögel haben ihre Freunde gerufen. Ha, da rufe ich wohl besser die Paw Patrol. Oh nein! Oh, sie essen immer mehr! Paw Patrol, ihr kommt gerade rechtzeitig, um diese hungrigen Vögel zu vertreiben. Jetzt kann ich das Silo-Dach reparieren, bevor wir es wieder aufsetzen. Chase, benutzt dein Megafon, um diese Vögel zu verjagen. Megafon! Kuschvögel, kusch! Verschwindet vom Silo! Das gilt auch für dich, Möwe! Gut gemacht, Chase. Weiter so. Danke, Ryder. Das habt ihr gut gemacht, Paw Patrol. Ich hab das Dach repariert und jetzt kann es wieder drauf. Okay, Sky. Hebt das runde Dach wieder zurück auf seinen Platz. Nächster Halt, Silo-Dach. Ein Silo-Dach im Anflug. Sehr gut, Sky. Danke, Paw Patrol. Jetzt kann ich den Rest von meinem Mais im Silo einlagern. Wenn ihr Silo-Dach mal wieder wegfliegt, ein Anruf reicht. Hey, wer will heute Mais zum Abendbrot? Ich hab jede Menge. Segelrohr, was ist das? Der Sausewind 3000. Eine Frisbee mit eingebautem Turbomotor, die nach dem Wurf automatisch zu dir zurückfliegt. Muss sie nicht zu mir zurückkommen? Nicht wegfliegen, Sausewind! Was war denn das? Ich muss die Paw Patrol rufen. Ich bin so froh, dass ihr da seid, Ryder. Marshall kommt und holt sie runter. Marshall? Leiter hoch! Danke, Marshall. Oh, ich habe meinen Eimer oben vergessen. Das ist nicht schlimm. Ich hole ihn.
Das war die fliegende Untertasse. Der Sausewind hat sich Katze geschnappt. Und was sollen wir tun? Jetzt kann nur noch der beste Frisbee-Fänger in der Abenteuerbucht uns helfen. Wer? Chase, dein Netz! Netz! Geschafft! Wir freuen uns, dich auf Schloss Bellenburg begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, es ist mir eine Ehre, hier sein zu dürfen. Ach, ich würde mich freuen, wenn du heute vor dem Konzert eine Tasse Tee mit mir trinken würdest. Sehr gern. Ich frage mich, wo Lukas nur so lange bleibt. Prinzessin, ich habe seine Garderobe und das ganze Schloss durchsucht, aber er ist spurlos verschwunden. Lukas Stern ist verschwunden. Ich rufe besser die Paw Patrol. Paw Patrol, ich bin so froh, euch zu sehen. Hallo Prinzessin, wir haben uns sehr beeilt. Rocky, wir beide suchen das Schloss von innen nach Lukas ab. Sky, du siehst dich draußen um. Und los! Ja, alles klar. Auf geht's! Ich fürchte, sie werden ihn niemals finden. Und dass ich ganz alleine auftreten muss. Hinter diesen Wänden ist er nicht. Mach trotzdem weiter. Sky, schon irgendeine Spur? Warte mal, ich sehe etwas. Sieht aus wie ein Hut. Er klemmt in einem Fenster im Ostturm. Gut gemacht, Sky. Die Innenwand des Ostturms befindet sich ungefähr hier. Rocky, schnell, sieh mal nach. Wahnsinn, ein geheimer Fahrstuhl. Das ist Lukas. Er ist da oben eingesperrt. Gut gemacht, Rocky. Rubble, Sky, wir treffen uns vor dem Schloss. Schon unterwegs, Ryder. Großer Greifer. Mein Glückshut! Danke, Paw Patrol. Ihr habt mich gerettet. Ich wollte anrufen, aber Schnuffinchen hat mein Handy gestohlen und mich eingesperrt. Hauptsache, es geht dir gut. Und jetzt schnell zum Konzert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Lukas Stern! Guten Abend, Bellenburg! Entschuldigt bitte die Verspätung. Lukas! Ja, gehen Sie und genießen Sie den Urlaub. Also dann, macht's gut. Ist das wirklich der richtige Weg? Ich sehe nichts bei diesem Nebel. Ist ein tolles Hotel, wo wir wohnen. Und Mekka-Lisa hat es im Internet alleine gebucht. Na bitte, der Strand. Ich wusste, dass wir auf dem richtigen Weg waren. Siehst du, da stehen eine Sonnenliege und ein Sonnenschirm. Aber wo ist denn das Hotel? Es ist bestimmt in dem Felsen. Ich finde es irgendwie ganz hübsch. Oh, sieh doch mal. Richtig schicke Hüte, nicht wahr? Die sind bestimmt für die Gäste. Da bin ich wieder mit eurem Thunfisch. Was ist denn das? Einbrecher, die sich in mein Geheimversteck schleichen? Das könnte denen so passen. Die werden sich noch ganz schön wundern. Wozu habe ich die Geheimversteckverriegelung? Was ist das für ein Rumpel? Vielleicht ist der Flughafen in der Nähe. Das habt ihr jetzt davon. Ihr sitzt fest. Zusammen mit meinen Kätzchen. Ah, meine Kätzchen. Bürgermeister Besserwisser? Hallo, Ryder. Ich war mutig und habe mit einem Felsbrocken Einbrecher in meiner Höhle eingesperrt. Aber dummerweise sind meine Kätzchen auch eingesperrt. Wir kommen sofort. Hallo, Herr Bürgermeister, ist das der Felsbrocken? Ja, und beeilt euch, wenn meinen Kätzchen was passiert wäre, ich sehr, sehr traurig. Felsbrocken wird weggeräumt. Da
seid ihr ja, bin ich froh. Haben diese bösen Einbrecher euch erschreckt? Wer sind denn die Einbrecher? Oh, hallo, Ryder. Habt ihr auch dieses Hotel gebucht? Na, das nenne ich mal einen Zufall. Wally, was in aller wirren, weiten, winterlichen Welt? Cousin, warum hast du nicht gesagt, dass wir einen Stillstehwettbewerb veranstalten, hm? Ich kann länger stillstehen als du. Keine Zeit für Frotzeleien, François. Ich wurde völlig eingefroren. Völlig eingefroren? Da rufe ich doch mal, die Paw Patrol. Marshall, wir müssen zum Hafen, um Captain Tollpatsch und Wally aufzutauen. Was jeder hier weiß, wenn ich komme, wird's heiß. Sky, du fliegst zu Berthold und seinem Froststrahl. Wird gemacht! Wie schön, dass endlich die Superhunde kommen. Und gleich wird es warm. Oh, danke vielmals, Superhund Marshall. Gern geschehen. Ryder, pass auf Bertholds Froststrahl auf! Everest? Zeit, Eis gegen Eis zu spielen. Na, dann wollen wir mal. Hey, Leute, einfrieren ist gemein. Oh, ich muss mein Eisbürgermeistermobil verlassen. Oh, mein Meteoritensplitter, meine Superkräfte. Nein! Vielen Dank, Superhunde. Dass ihr die Stadt und unsere Herzen erwärmt habt. Kein Problem. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Dabei mag ich Kälte überhaupt nicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Bürgermeisterin Gutherz und Bürgermeister Besserwisser stecken mit dem Schlitten in einer Gletscherspalte fest. Und ein paar Wölfe wollen sich Besserwissers Burger schnappen. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Chase, los, vertreiben wir die Wölfe. Tennisballkanone. Super, Rubble, flieg in die Gletscherspalte und hol die beiden einzeln nach oben. Alles klar, wird gemacht. So, jetzt holen wir sie hier raus. Ich zuerst. Everest, schnell den beiden hinterher. Ryder, Sie haben eine Bruchlandung auf einer Eisscholle gemacht. Wir müssen schnellstens runter von... Ich hörte dich, warte, Henrietta. Machen Sie sich keine Sorgen. Die Paw Patrol bringt Sie zurück ans Ufer. Der Wind, er bläst uns aufs Meer hinaus. Zuma, die Bürgermeister sitzen auf der Eisscholle fest. Du musst sie ans Ufer schieben. Das ist ganz einfach. Keine Sorge. Zuma, was hast du mit uns vor? Wir machen einen kleinen Ausflug. Everest, kommst du jetzt an sie ran? Ja. Wurfhaken. Los, beeil dich. Ich bekomme langsam nasse Füße. Oh, vielen Dank, Paw Patrol. Ihr habt uns gerettet. Das haben wir gern gemacht. Wenn Sie wieder mal auf einer Eisscholle festsitzen, ein Anruf reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Jemand hat bei euren Yumis leckeren Honig gestohlen und ihren Bienenstock. Einen ganzen Bienenstock? Das ist absolut unglaublich! Der Honigdieb hat auch den Zaun kaputt gemacht und jetzt laufen Yumis Tiere frei auf dem Feld rum. Für diesen Einsatz brauchen wir Spion Chase. Du kannst mit deiner Nachtsichtbrille und deiner Kamera den Honig und den Bienenstock finden. Und Rocky. Du musst mit deinem Werkzeug den Zaun reparieren, während wir die Tiere zusammentreiben. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Rocky, wir reparieren den Zaun, während Chase die Tiere zusammentreibt. Geht klar. Zum Glück habe ich noch ein paar Zaunlatten. Megafon. Grunz, Grunz, kommt her, kleine Schweinchen. Und hierher, Kulinda. Muh, muh.
Gut gemacht, Fellfreunde. Jetzt suchen wir den Honig und den Bienenstock. Die Bienen fühlen sich in meinem Versteck wie zu Hause. Die Bienen haben es auf die Blume abgesehen, die auf dem Bürgermeisterhut ist. Sie sammeln Nektar. Aus Nektar machen Bienen Honig. Ich weiß schon, wen ich rufen werde. Hallo, Ryder. Was gibt's? Sky, ich möchte, dass du ein paar Bienen aus Besserwissers Versteck lockst. Okay, ich heb jetzt ab. Hallo, Bienen. Ich habe eine schöne Blume voller Nektar für euch. Jetzt bring sie zurück zu Bäuerin Yumi. Verstanden. Die Bienen fliegen in den Bienenstock, um mehr Honig zu machen. Süß. Danke, dass ihr meinen Honig gefunden habt, meinen Bienenstock und meine Bienen. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Zzzz reicht. Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Rubble ist auf einem fremden Planeten gestrandet und er kommt nicht mehr von dort weg. Oh oh. Für diesen Weltraumeinsatz brauchen wir Chase. Das ist ein Weltraumfall für Chase. Sehr gut. Außerdem brauchen wir Rocky. Rocky rockt. Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Hallo, Chase. Geht es Rubble gut? Hallo, Ryder. Ich glaube, Rubble ist nicht verletzt, aber er macht ganz komische Geräusche. Wenn er zu Hause ist, wird das schon wieder. Okay. Oh-oh. Ich glaube, deine Pfote ist eingeklemmt. Greifer. Ruff, Netz. Spring rauf, Rubble. Ryder, Fellfreunde, Hilfe! Seht mal, ist das nicht Rubble? Was? Aber wenn Rubble noch auf dem Planeten ist, bist du nicht Rubble. Das ist auch nicht Rubble. Es ist ein Alien Rubble. Es ist ein Doppelgänger von Rubble. Fellfreunde, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ich brauche eure Hilfe! Das da ist unser Rubble in dem Raumschiff. Wir müssen ihn da rausholen. Schnell! Sky! Rocky, Chase, Zuma, ihr seid alle gekommen. Wir lassen dich doch nicht im Stich. Ruff, Netz! Na los, Rubble, spring! Wuhu! Ja. Wir haben es geschafft! Danke, Fellfreunde! Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Polizeieinsatz? Ihr wisst ja, die Königskätzchen waren auf dem Weg in die Abenteuerbucht. Waren? Was willst du damit sagen? Sie sind verschwunden. Ich glaube, dass wir für diesen Einsatz alle Hunde brauchen. Chase, du bist der Polizeihund. Also wirst du heute der Anführer sein. Ja, verstanden. Das ist ein Fall für Polizeihund Chase. Und nun möchte ich euch bitten, die neuen Mitglieder unserer Chaos-Kätzchen-Truppe ganz herzlich zu begrüßen. Warum fahren wir so langsam? Ach, das habe ich mir doch gedacht. Es wird nicht geschlafen. Auf! Ihr auch, Königskätzchen. Jetzt schaufelt ihr. Sofort anhalten, Bürgermeister Besserwisser. Na gut, dann mache ich es eben selbst. Der Bürgermeister hält nicht an. Ich habe eine Idee. Rocky? Sky? Also, ihr begebt euch so schnell ihr könnt nach oben auf den Berg. Und dann, Sky, lässt du das Nagelband aus dem Hubschrauber fallen. Rocky, du legst es quer über die Straße. Die Lokomotive kommt! Meine Statue, nur damit ihr es wisst, die gehört mir. Und wo sind unsere Gäste? Elisabeth, Heinrich. Willkommen in unserem bescheidenen Städtchen. Und nochmals danke, Paw Patrol. Gern geschehen. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Ein mechanischer Hai hat vorhin Herrn Pfeffer verschluckt. Und jetzt ist er außer Kontrolle.
Für diesen Einsatz brauchen wir Chase. Das ist ein Fall für Chase. Und Rocky. Rocky rockt. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Herr Pfeffer, ist alles in Ordnung da drin? Es ist ein bisschen eng hier drin, zusammen mit Draufgänger Danny. Draufgänger Danny X und ein Biberjunges. Keine Sorge, wir kriegen euch alle raus. Chase, das ist eine gute Stelle da vorne. Perfekt. Rup, Netz. Oh nein, Frau Fröhlich. Apfel? Ryder, wie sollen wir nur diesen Metallfisch aufhalten? Ich hab's. Sky, schnapp dir Rubbles Elektromagneten. Du kannst gleich mal ein bisschen fliegen fischen. Ich heb jetzt ab! Oh nein, er wird in die Bucht stürzen. Oh. Sie hat es geschafft, ja! Hey, er hat endlich angehalten. Nein! Rocky, wir brauchen etwas Weiches und Federndes. Schnell! Weich und federnd, kommt sofort! Okay, springt runter! Einer nach dem anderen! Ja. Und wenn wieder mal jemand in einem Metallhai feststeckt, ein Anruf reicht! Hallo Everest, was gibt's? Herr Segelohr hat ein modernes System in Onkel Herberts Hütte eingebaut. Und jetzt sind beide eingesperrt. Das ist nicht gut. Wir kommen sofort. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Juhu, sie sind da. Marshall, fahr deine Leiter aus. Wird gemacht. Ruh, ruh. Leiter hoch. So, Rocky, kletter rauf und steig ein. Kein Problem, ich bin pfotenschnell oben. Und schon bin ich drin. Danke, Onkel Herbert. Wow, das ist aber heiß hier. Wo befindet sich die Steuerung? Steuern lässt sich mit dem Ding überhaupt nichts. Hm. Ich nehme die Abdeckung ab, um zu sehen, wie man es ausschaltet. Ruh. Schraubendreher. Vorsichtig, es hat eine Anti-Ausschaltfunktion. Die muss ich erst abschalten. Nein, Moment. Urlaubsmodus aktiviert. Schnell, Freunde, wir müssen dieser Hütte folgen. Ja! Oh, oh, wir müssen die Hütte sofort stoppen, die Schlucht. Everest, bremst die Hütte mit deinem Wurfhaken ab. Wurfhaken! Erwischt! Perfekt, und jetzt die Bremse treten. Sehr gut, und rückwärts. Es tut mir wirklich leid, dass ich Ihre Hütte in die Schlucht modernisiert habe. Oh, nicht doch, schon gut. Ehrlich gesagt, ich mag sie lieber ohne das ganze moderne Zeug. Danke, dass ihr mich und mein unmodernes Haus gerettet habt, Paw Patrol. War uns ein Vergnügen. Du weißt ja, Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Wir haben heute ein doppeltes Problem. Danny saust durch die Kanalisation und Flitzezahn kann ihre Inline-Skates nicht ausschalten. Oho, oh nein! Flitzezahn? Wer ist das? Frau Fröhlich. Das war früher in der Roller-Derby-Mannschaft ihr Spitzname. Für diesen Einsatz brauchen wir Geheimspion Chase. Das ist ein Fall für Geheimspion Chase. Außerdem brauchen wir Marshall. Marshall macht's. Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Bin ich froh, dass ihr da seid. Wir haben Frau Fröhlich und Danny nicht mehr gesehen, seit sie in dem Gully verschwunden sind. Chase, jetzt brauchen wir deine Flugkamera. Alles klar, Ryder. Flugkamera. Wir sind zu schnell unterwegs. Ich kann nicht anhalten. Wenn das so ist, dann gib mir meinen Pullover. Wir machen ihn zu einem Bremsschirm. Da kommen sie. Marshall, Chase, ihr müsst sie stoppen. Alles klar. Dann los.
war der Knopf zum Ausschalten. Danke. Danke, Paw Patrol. Das war sowas von extrem. Das mache ich ganz bestimmt nicht nochmal. Das haben wir gern gemacht. Du weißt ja, Vollbremsungen sind ganz leicht. Ein Anruf reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Alfred, Yumi und Kulinda waren auf dem Weg nach Hause, als sie auf der Zugbrücke stecken geblieben sind. Und jetzt klemmt die Brücke. Chase, du musst mit deiner Seilwinde verhindern, dass der Wagen abrutscht und in den Fluss fällt. Marshall, wir brauchen dich und deine Leiter. Mach sie an Bauer Alfreds Wagen fest. Und Rocky, du musst die Brücke mit deinem Werkzeug reparieren. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Das ging ja schnell, Rocky. Das Zahnrad hat sogar die richtige Größe. Aber es hat nicht die richtige Anzahl von Zähnen. Sieht gut aus. Chase, zieh die Winde etwas an. Richtige Größe, richtige Anzahl Zähne. Schraubenschlüssel. Wie lange dauert es noch, Rocky? Ich brauche noch ein paar Minuten. Ich rufe eben Verstärkung. Sky, du musst Kulinda aus der Luft retten. Ich bin der Flughund. Chase, wir brauchen dein Netz, damit Kulinda weich landet. Aber sie landet auf der anderen Seite der Brücke. Rocky, du kümmerst dich um die Winde. Chase, ich bringe dich mit meinem Quad rüber. Vorsicht, Ryder! Da ist immer noch eine große Lücke in der Brücke. Ruff, Netz! Kein Knirschen mehr! Rocky, hilf Bauer Alfred runter. Du musst das Seil einziehen und gleichzeitig rückwärts fahren. Mach ich, Ryder! Danke, dass ihr uns von der Brücke runtergeholt habt, Paw Patrol. Kein Problem. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Mu reicht. Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an.